da sein. Also freut euch, Leute. Revell, Harry Potter 3D-Puzzle mit dem Hogwarts Express. Ja, ihr habt in der vorherigen Folge ja gesehen, dass wir das Führerhaus hier zusammengebaut haben, den Zug soweit. Und jetzt kommen noch so kleine Detailsachen hier oben drauf. Der Schornstein, hier kommt noch was drauf. Und dann hier an den Seiten noch ein paar Sachen. Und dann, andere Seite natürlich auch. Und dann ist das hier fertig. Und wir wollen hoffen, dass wir... Und dann können wir das Ganze auch schon auf die Schiene stellen, die wir euch dann gleich auch zeigen werden mit der Kamera, die hier hängt. Ne? Also da, wo meine Finger ist, also wo ihr das seht. Das werden wir dann machen und werde ich euch dann zeigen, dass das hier steht. So. Aber nochmal ganz kurz für euch. Hier ist der Dodge Charger, den der Luca meint. Da auch nochmal an Revell recht herzlichen Dank für das ganze Emblem. So, wir gehen wieder in den Live-Modus, denn da müssen wir hin. Danke dafür. Ich freue mich da tierisch drüber. Und natürlich freut der Luca sich auch, oder? Ja. Auch über den Zug, dann würde ich sagen, legen wir jetzt los. Ey, was ist da schon wieder los? Geht das schon wieder ab? Ja. Moment. Moment. So, zack. Darf ich das sehen? Fertig. So, jetzt müssen wir ja wir mal gucken. Genau, wir fangen mal, die 41 haben wir schon dran, das ist hier die Seite gewesen, hier unten, das haben wir. Und jetzt fangen wir hier vorne an mit der 2. Okay, warte, du holst raus, ich gebe dir das jetzt rüber, warte. Das muss irgendwo hier vorne sein. Da ist es, genau. So. Und ich finde die 2 schneller wie du. So, du guckst, wo die 2 ist. Und ich stelle den Zug hier mal an die Seite kurz, damit wir dann... Super. So, welche Nummer denn noch? Machen wir hier, guck mal, was ist das denn? Die 8. Wo ist denn die 8? Die finde ich easy. Und die 9. Ja, will er nicht. Man muss die Hand da wegnehmen. Okay, warte. Oh nein! Das ist der ganze Müll umgekippt. Ja, natürlich. Super. So, warte. So. Zack. So, die 8, die 9. Was haben wir denn noch? Die 14. Da. Mal nehmen wir hier. 17. Ja. 17 und die 16. Die ist schneller, wie du sagen darfst. 14, 15, 16, 17. Die guck mal. Schon da. Schon. 15 brauchen wir auch. 14. Wenn ich das da so sehe, brauchen wir das auch, ja? So, einmal. Ja. Ich will die 15 aus. Zweimal. So. Super. Dann brauchen wir noch die 24. Die 24. Wo ist denn die? Ich hab die schon da. Gesehen. Das müsste das sein, oder? Ja. Und die? 25. Die ist da. Gut. Pass auf. Und ich weiß, dass wir für die nächsten Teile nämlich hier schon die 29 brauchen. Und die 28 und die 29. Dann holen wir uns die nämlich auch schon mal raus. Dann haben wir das Teil nämlich. Ja, das ist aber das nächste erst. So, das legen wir uns jetzt mal hier an die Seite. Schwupp, das brauchen wir nämlich fürs nächste Mal. Weg damit. Die 29 haben wir auch. Na, da, ja genau, die habe ich schon rausgelegt, die liegt die da. Die 56 brauchen wir. Ja, das machen wir gleich noch. So, jetzt bauen wir hier mal weiter. Wir holen uns den Zug wieder rüber. Boah, hier aber, wir haben schon ganz schön Gewicht hier, der Zug. Ja, ich will so. Mal aufmachen. Der ist nicht so schwer. Du, ihr da, ist das gut.
So, jetzt gucken wir mal. Wo ist das da? Sei mal. Wo, was denn? Da. Weil der den gerade nochmal gepostet hat. So, jetzt gucken wir mal. Also, wir müssen die 2 einmal knicken. Die ist ja noch du. Ja, das ist auch ein bisschen wieder frickelig. Bitte keine Pille. Das? Nein, so. Wir sind drei richtig. Aber das muss doch auf grün. Nein, das muss nicht auf grün. Auf grün muss das erst dann, mein Schatz. Ja. Wenn das so, einmal. Bis. Ach, das ist die Halterung für den. Ah, okay. So. Und wenn man dann umschaltet, dann wird das grün, dann ist das aktiv. Grün heißt immer okay, aktiv und nicht und rot heißt nicht aktiv. Das habe ich extra so eingestellt. Nein. Ey. So. Nein, der ist falsch rum. Oh. Wie kann man denn so ein Ding auch falsch rum reinmachen? So. Fest. Komm, dann lass mal weiter gucken hier. Fangen wir von vorne an. Arbeiten wir uns von vorne nach hinten durch. Was kommt denn jetzt hier oben als nächstes? Das. Ja, und jetzt ist der schon wieder abgegangen. Ich glaube das nicht, ey. Das ist doch. Hilf mal wie die Mama. Ja, das kann die Mama gleich machen. Das muss die Mama dann gleich machen, wenn wir das hier alles dran haben. So, den stellen wir jetzt an der Seite hier. Das geht mir auf den Keks. So, weiter geht's. Oder. Nee, du wartest. Luca, du bleibst jetzt hier sitzen, bitte. Oder auf der Schiene. Nein, das, lass es doch da stehen. Es ist, wir brauchen es ja gleich. So. Jetzt, lass uns, jetzt sagst du mir bitte, welche Nummer da kommt, da oben jetzt. Die 25. Die 25. Und da drüber. Okay, die das ist das hier. 24. Und darüber die 24. Ja. Ich nehme mal die Anleitung. Okay. Und die nächste Folge war für die 50. Da sind wir ja noch gar nicht. Nee, und die 60. Oh mein Gott. Aber das ist richtig viel Arbeit. Papa, dann. A, B, C, D, E, F, E, F, A, B, C, D, E, boah, sag mal, wie soll denn das hier halten? Keine Ahnung. So. Ach so. So, so. Und jetzt hast du gesagt, da oben drauf die 24? Ja. Okay, habe ich. Gut. Weiter geht's. Was kommt dann? Du musst mir das zeigen, Luca. Ich sehe das. Und ich weiß denn, die 2 schon? Ich, die 2 habe ich, ja. Weiter oben oder unten. Jetzt haben wir die 14. Wie sieht denn die 14 aus? Das sehe ich ja nicht, wenn du die Anleitung in der Hand hast. Eine muss auf. Zeig, kannst du mir das zeigen hier einmal? Die da. Bitte. Die 14. Mann! Ja, ich kann mir das nicht merken, mein Hase. Ich weiß, wo die so. 14 ist. Also, warte. Jetzt lass mich mal gucken. Die 4. So, das heißt, das müsste jetzt da sein, so. Dann kommt einer davon auf die andere Seite. Ah,
dann kommt das so. Okay, ja, jetzt kannst du. Das ist wie so wieder. Das. Ja. Kann ich? Also, ja, jetzt kannst du. Okay. Jetzt weiß ich, wo das hin muss. Ich wusste das gerade nicht, mein Schatz. Und dann muss auch wieder die 9 und die 8 und die 15. Und dann die 17 und die 16 dann, okay? Ja. Eine 15 muss. Ja, also, aber das kommt ja dann nachher erst, in der nächsten Folge, ne? Ja. So, nicht jetzt müssen wir das Ganze wieder umdrehen. Und den machen wir hiermit weiter. Boah, das ist ey. Das soll ein Achtjähriger können. Also ab 8. Das finde ich schon echt extrem. Da müssen die Eltern bei helfen, ne? Ja. Also 8-jährig, ne? Da ist das schon alleine. Mhm. So. So. Wie wir da die 5. Die Sätze 15 dann ausholen? Nee, danach machen wir dann auch Ende, weil wir dann auch schon am Ende der Folge hier sind. So, so, was kommt denn jetzt noch? Ich habe hier noch ein paar Teile liegen. Dann brauchen wir die 5. Hier oben muss noch irgendwas hin, oder? Das muss da dann. Was denn? Ja, hier oben muss doch noch irgendwas hin. Da. Was ist denn das, was da oben hin muss? Das ist das. Das ist die 8 und die 9, kann das sein? Ja. Aber für 15 muss das drauf. Papa. Nee, das muss nicht. Das sieht nur so aus, als ob das auf die 15 muss. Ach, das ist die Glocke. So. So. Fertig. Wir haben es geschafft. Ja, die 15 so, haben wir nicht. Und jetzt darf die Mama wieder kommen. Ich ruf mal die. Ich doch. Genau, geh du mal einmal rüber und hol mal die Mama, weil da, das kriege ich wieder nicht hin. Also, das weiß ich jetzt schon. Da fummel ich mir hier wieder einen ab. Beim Abnehmen gerade, ist der abgegangen. Lass das mal stehen. Papa macht jetzt eben Platz und dann stellen wir den Zug hier einmal hin. Nee, hier drauf. Dahin? Okay. Ja. Wir machen jetzt einmal Platz und räumen hier mal eben kurz auf. Und packen die Sachen auch wieder ein. Dann zeigen wir denen das einmal, ne? Ja. Das da vorne muss noch dann. Ja, Moment. Das ist das. Da ist der Eiffelturm. Genau. Aus? Paris. Paris, genau. War ihr da schon mal? Der Papa. Da muss ich mal hin. Aber ist das richtig weit? Ja. Wie viel der Meter weg? Ein paar hundert. 100? Ja. Ein paar hundert Kilometer ist das weg. Und Amerika, wie weit ist das? Und das sind ein paar tausend Kilometer. Und wie viel ist Deutschland. Da bist du gerade. Mein Schatz. So. Deutsch. Und fett. Hast du das dann wirklich da ab? Ja, tut mir leid, aber musste. Macht nichts, oder? Mm-mm. Das kriegen wir wohl dran. Ja. So. Ich mache jetzt hier mal Platz. So. Damit wir euch einmal
Dann das Gleis mit dem Hogwarts Express hier zeigen können. Also zumindest gleich schon mal mit dem Zug. Hier ist schon mal das Gleis. Und wenn der Zug gleich gerichtet wurde, auf der Seite von meiner lieben Frau, dann können wir weitermachen. Da. Ich glaube, einige Sachen müsste man auch kleben, ne? Manchmal. Ja, aber das steht halt nicht zum Kleben bei. Da. Da. Ja. Frechdachs. So. Großer, setz dich mal hin. Denn wir müssen uns ja jetzt gleich auch noch verabschieden, ne? Ja, sieh mich an. Nee, du müsstest einmal aufstehen wieder. Und nach vorne rutschen. Nimm mal die Hand da weg. Nimm mal die Hand da weg. So. Das halt. So. Super. Ich hatte einen Peter da eingedämmt. Ja, hast du. Wie lange dauert das drüber noch? Ich schlafe gleich. Ja, das kriegen wir hin. Ich schlafe ja. Gleich ein. Das kriegen wir. Besser wie ich. Ich sehe das nicht. Was? So. Und jetzt müssen wir den hier wieder. Das Auto dauert lange. Die Lok. Das Auto ist auch noch dabei. Nein. Nein. So. Ich muss da vorne das noch sehen. Ja. So. Genau. Das ist der Hogwarts Express schon mal. Ciao. Ciao. Super. Haben wir es geschafft für heute. Das heißt, wir machen jetzt Feierabend. Ja. Und wünschen euch einen schönen Tag. Genau. Bis zum nächsten Mal. Euer Tote und euer Luca. Luca. Tschüss.